Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal Knife, euer Fußballtalk. Und ja, Freunde, wir haben wieder ein Ranking mit dabei, ein Bundesliga-Trikot-Ranking mit allen Heimtrikots 1 bis 17. Warum bis 17? Union fehlt. Können wir ja nicht reinmachen und da jetzt einfach auf 18 zu machen, ist ein bisschen unfair. Deswegen haben wir einfach 1 bis 17 genommen. Und ja, ihr könnt sehr gerne eure Reihenfolge und eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Däumchen oben da lassen, Abo da lassen und dann gebe ich mal das Wort zu Felicia erstmal. Ja, Nico hat schon mir gerade schon gesagt, er hat schon Angst vor den Beleidigungen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, also nicht auf die Beleidigungen, aber das wird auf jeden Fall wild und ich bin gespannt, wen du so oben hast. Ich muss sagen, beim Durchgucken, es ist ja nur Geschmackssache. Wir bewerten hier nicht nach Sympathie. Hier ist nicht mal Hertha mit dabei, was soll ich hier nach Sympathie bewerten? Jetzt könnte man sogar sagen, Union ist auch noch raus. Also ich kann hier gar nicht nach Sympathie bewerten. Ich bewerte hier einfach nur, was mir optisch persönlich gefällt. Und ich muss sagen, im Vergleich zur zweiten Liga finde ich den Durchschnitt deutlich hässlicher. Also es gibt viel, viel mehr Trikots, die mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt wissen natürlich einige bei mir, die den Teil mit der zweiten Liga schon gesehen haben, dass mir Rot für gewöhnlich nicht gefällt, einfach optisch. Ich trage das auch in der Freizeit nicht, deswegen viele rote Trikots und dann noch viele Trikots, die ich optisch einfach schlimm finde. Also ich muss wirklich sagen, ich hätte auch nicht erwartet, dass es so wird, wie ich jetzt platziert habe, aber es ist so geworden. Und ich bin gespannt, wie Nico, der ja einen völlig anderen Geschmack hat als ich, wie es bei ihm aussieht. Streifen sind nicht ganz so viele am Start, aber Ja. es gibt einige. Ja, und aber tatsächlich, ich habe ja auch beim letzten Video, da, also in der zweiten Liga schon gesagt, ich mag das ja auch nicht, wenn das so komplett durch ist mit Streifen, so gefühlt 100 Streifen. Aber es gibt auch Trikots, die ich trotz Streifen gut finde. Also wo ich sage, okay, das sieht aber einfach gut aus oder das passt. Oder zum Beispiel auch, wenn da die Streifen nicht wären, wäre es noch viel geiler. So, und das Ja. spielt ja auch eine Rolle, weil dann findet man zumindest so ein Stück was am Trikot ja gut. Ja. Sollen wir direkt starten mit Platz 17? Lass direkt starten. Wer startet denn? Xing Shang Chong oder? Ja, komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Also, Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, das ist auch noch Tja, verzögert, so eine Scheiße. musst du wohl Dann anfangen. muss ich wohl anfangen. Wunderbar. Das kann jetzt was werden, Freunde. Okay, mein Platz 17, ich blende es euch direkt mal ein. Finde ich persönlich, das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung, finde ich wirklich grauenvoll. Also, Soll ich tippen? ja, tipp mal. Ich sag, du sagst meins. Ja, ist es auch. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, was man sich bei diesem Muster da immer. Also, ich meine, das ist ja wahrscheinlich Karneval. Richtung. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Richtung dieses Karneval. Hat man ja hier in Köln auch. Aber ich finde das gar nicht schön. Ehrlich, das sieht für mich aus wie so ein Schachmuster. Dann mit so in der Mitte so ein aufgehörtes Schachmuster, wo dann der Sponsor drin ist. Das finde ich so das einzig Gute an dem Mainz-Trikot, dass der Sponsor gut eingearbeitet worden ist. Also in diesen Farben, weißt du? Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel gelb wäre oder so, das wäre halt eine Vollkatastrophe. Aber ich finde das von dem Muster her, boah, ganz, ganz schrecklich. Also wirklich verrückt. Boah, ne. Also da finde ich ganz, ganz schlimm. Dieses weiße Trikot von denen zum Beispiel, ich finde, das hat was. Das hat so ein bisschen dieses Muster, weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie diese Paneelen, dieses weiße. Das ist auch so in diesem Diamantmuster, sage ich mal. Aber das Heimtrikot finde ich wirklich überhaupt nicht schön. Ist gar nicht meins, kann ich gar nichts mit anfangen. Aber ja, wie gesagt, das ist mein Platz 17. Ja, mein Platz 17, ich weiß nicht, warum ich das, ich finde das genauso schrecklich wie du, aber es ist ein anderes Trikot, das SC Freiburg-Trikot. Also ich finde das absolut furchteinflößend, wenn ich mir das angucke. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch beschreiben soll. Ich weiß nicht, was dieses Muster soll. Dieses Muster ist so aggressiv, dass ich nicht mal mehr den Ausrüster und von Weitem und das Logo vom Verein erkenne. Dann ist es auch noch rot und weiß, was mir sowieso optisch nicht so zusagt, aber also das finde ich ganz. Ich stehe ja sowieso auf schlichte Trikots. Ich mag auch teilweise Muster, wenn sie so monogrammmäßig im Hintergrund verarbeitet sind oder mit gewissen Farben, gerade im dunkleren Bereich, aber dieses weiß-rote Muster, ich weiß gar nicht, es sieht aus wie Adern oder so. Also für mich sorgt das wirklich, ich finde es wirklich furchtbar und eklig, kein Diss an Freiburg oder so, aber es
überhaupt nicht mein Geschmack und ich finde, es gibt aus meiner Sicht keins, was ich schlimmer finde. Ja, ich kann das grundsätzlich verstehen. Ich habe Freiburg auch weit unten. Also deswegen Und zumindest. das, obwohl ich ja Nike als Ausrüster eigentlich mag, Ja. weil mir die Trikotsätze an sich gefallen mit Hosenstutzen und auch der Schnitt. Aber dann auch noch, weißt du, dann ziehen sie diesen Style nicht mal durch und dann sind die Ärmel und bis hier oben ist es auch noch rot, anstatt sie dann wenigstens diesen Style durchziehen bis oben. Ja. Also, nee. Sagst du eigentlich immer Nike oder sagst du Nike? Ich sag immer was anderes, aber ich habe mal Ich habe. gelesen, dass es eigentlich Nike heißt. Eigentlich Genau, sage ich immer eigentlich heißt es Nike. Nike, ne? Ja. Eigentlich sage ich immer Nike, Ich sag aber auch immer dadurch, dass Nike. ich mich natürlich nicht jetzt wieder. Mir reichen schon die ganzen Kommentare bezüglich meiner Trikot-Meinung. Da will ich jetzt nicht auch noch Trikot. Es heißt Nike. Chat, schreibt da, Chat sage ich auch schon, wunderbar. Ihr könnt ja gerne mal Chat. in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze aussprecht. Und ich komme zu meinem Platz 16. Das ist für mich ein Trikot, was absolut reingeschissen ist. Wirklich. Ich kann das nicht verstehen. Und ich habe es auch schon live gesehen. Das ist übrigens ja auch wirklich was, was man sagen muss. Wenn du Trikots live siehst, ne? Macht das ja immer Ja. noch mal so was anderes aus, sage ich mal. Ne? Also es gibt einfach Trikots, die siehst du auf dem Bild und denkst dir vielleicht super oder schrecklich, dann siehst du die in echt und kannst dann noch mal das ganz anders sehen. Und dieses Trikot habe ich schon live gesehen, weil es eben aus meiner Umgebung ist. Leverkusen ist mein Platz 16. Was? Ja, ja, Okay. ja, ja, ja. Also ganz, ganz crazy. Ich habe auch mit meinen Leverkusen-Freunden darüber geredet. Die finden es auch nicht gut. Also meine Kumpels jetzt, ne? Finden es auch nicht gut. Ich finde zwei Sachen da erstmal völlig kurios. Erstmal dieses Kreuz. Das ist ja in Anführungszeichen das Bayerkreuz. Wobei das überhaupt gar keinen Sinn macht, weil es einfach aussieht wie so ein Kreuzrittertrikot. Das ist original. Wenn du jetzt irgendeinen Ritterfilm anmachst und anstatt das Weiße machst du schwarz, ist das Trikot sozusagen. Also die haben einfach von den Kreuzrittern die Shirts genommen und da drauf gemacht, so gefühlt. Dann finde ich eine zweite Sache überhaupt nicht geil. Ich weiß, dass da die Meinungen krass auseinandergehen, aber ich hasse das, wenn man das Logo nicht mehr in den Vereinsfarben macht. Wenn man das Logo aufgrund irgendwelcher Trikots und so weiter einfach sozusagen, ich sag mal, neutraler gestaltet oder so, dass es halt passt. Und das haben die halt auch Ja. in dem Trikot gemacht. Das ist ja praktisch nur diese roten Linien. Also sie haben komplett das ganze eigentliche Logo sozusagen ist ja nicht zu sehen, sondern einfach die roten Linien vom Logo. Also die Farbe einfach rausgenommen sozusagen aus dem Logo. Und in dieser Kombination finde ich das Trikot wirklich nicht geil. Und das, obwohl ich dunkle Trikots mag, ne? Das muss man nochmal sagen. Ich mag ja eigentlich schwarze Trikots, aber das von Leverkusen finde ich überhaupt nicht schön. Das ist doch das Trikot, was bei FIFA geleakt wurde im Trailer, Ja, ne? genau. Ja, genau Das das. war auch so nice, ey. Ja. Da hätten sie doch mal das Union-Trikot leaken können. Ja, Dann eigentlich ja, ne? Das hätten sie die hätte. ganze Planung durcheinander gebracht. Ja, ist so. Ich weiß auch gar nicht, woran das bei Union liegt, ob das irgendwie eine Verkaufsstrategie für das Ausweichtrikot ist oder ob sie das irgendwie besser fanden. Ich habe es noch immer noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es es ja auch mittlerweile. Ja. Okay, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ist bei mir auf jeden Fall anders. Ja, Mein natürlich. Platz 16 ist ähnlich zu deinem Mainz. Also vielleicht finden das ja Leute, also ich kann ja mit Karneval sowieso nichts anfangen aus Berlin. Also das ist nichts, was ich irgendwie feiere. Ich hasse es, mich zu verkleiden. Und dieses Trikot erinnert mich irgendwie an Clown. Clowns mag ich auch nicht, die machen mir Angst. Und deswegen, ist es für mich auch ein. Also ich hätte es eigentlich in jedem normalen Trikot-Ranking auch auf Platz 18 in dem Sinne gemacht, aber ich fand Freiburg einfach schlimmer, weil mich das an Adern erinnert hat. Das erinnert mich an Clown und an Karneval. Und ich finde es optisch einfach nicht schön. Ich finde Mainz hatte ja schon öfter so dieses Karnevalslogo-mäßige. Manchmal auch, glaube ich, mit Rauten schon. Angezogen sieht es natürlich nochmal anders aus, aber mir gefällt es auch angezogen einfach nicht, ne? Und Mainz ist jetzt auch kein Verein, den ich irgendwie nicht mag oder so. Ich habe gar nichts gegen Mainz, aber oft ist es so, dass mir die Trikots da einfach überhaupt nicht zusagen. Ich sehe das genauso, wie du gesagt hast. Wenigstens hat man es hinbekommen, was eigentlich gar nicht so einfach ist, bei so einem Trikot den Sponsor einigermaßen neutral einzubauen. Aber auch das ist wieder ein Trikot, wenn du gerade sagst, Logos magst du nicht, wenn die nicht mehr in den Originalfarben sind. Ich mag es nicht, wenn ich ein Logo überhaupt nicht mehr erkenne von Weitem. Und das ist hier auch wieder der Fall. Also wenn ich ein bisschen weiter weggehe, siehst du das Logo ja überhaupt nicht mehr. Und ich finde auch das mit dem Jakko, dass das dann da in einem so einem Block steht, das sieht irgendwie auch asymmetrisch aus. Also ich
kann dem nichts abgewinnen. Übrigens möchte ich nochmal dazu sagen, mir ist in dem Sinne auch egal, was die Bedeutung hinter einem Trikot ist. Ne? Wir bewerten ja jetzt hier nur unsere optische, wie wir es optisch finden. Richtig. Also wenn ich jetzt in einen Laden gehe und ein T-Shirt sehe, gefällt mir das oder nicht, da ist mir egal, was die Bedeutung hinter diesem T-Shirt jetzt erstmal ist. Wir bewerten nur nach Optik, sonst hätte man ja da vielleicht, wenn man sagt, was haben die sich für Mühe gegeben, ist es vielleicht eine ganz andere Bewertung. Jetzt mal auch Hand aufs Herz an alle, die da draußen jetzt vielleicht in die Überlegung kommen, ja wie, aber da müsst ihr euch damit auseinandersetzen und so weiter. Wenn ihr privat Klamotten kauft, habt ihr jemals Klamotten nach der Bedeutung ausgesucht oder zu 99% immer nach der Optik? Also wenn eine Sache ja oberflächlich ist, sage ich mal, dann ja Klamotten. Du holst ja Klamotten nach dem, was dir gefällt. So prinzipiell sollte man meinen zumindest. Ja, bin ich komplett bei dir, habe ich ja auch ähnlich schon gesagt. Oder das, was deiner Freundin gefällt. Oder auch das, richtig. das ist, wie es ist, Freunde, was soll man sagen. Und ich kann eigentlich gar nicht so viel mehr zu dem Trikot jetzt sagen, weil mein Platz 15 ist Freiburg. Das, was du halt auf 17 hattest. Ja. Ich sehe es total ähnlich. Also ich finde es auch, ich kann damit gar nichts anfangen, mit diesem Muster. Ich weiß noch nicht, was man sich dabei gedacht hat. So wie du Adern gedacht hast, sah es für mich aus, als ob so Blut runterläuft an so einer Scheibe, weißt du, die so zerbrochen ist. Das ist so. Alles schlimm. Ja, ja, es hat so Horror-Vibes irgendwie. Und ich bin kein Fan von Horrorfilmen, deswegen, ja, für mich Freiburg da auf Platz 15. Ich finde einfach Leverkusen aufgrund, wie gesagt, das erinnert mich einfach nur an Kreuzritter. Finde ich schlimmer. Und ja, Mainz finde ich fürchterlich. Und das, wie gesagt, obwohl ich ja aus einer Karnevalsregion komme, aber. Und das sagt schon alles. Ja, ja, das sagt schon alles eigentlich, ne? Ja, nee, aber damit kann ich gar nichts anfangen. Ja. So, das war dein Platz 15. 15. Ich komme jetzt immer durcheinander, weil halt ein Platz fehlt. Mein Platz 15, also eigentlich ab Relegationsplatz, ist Wolfsburg. Sorry an alle Wolfsburg-Fans, ich werde wahrscheinlich niemals ein Wolfsburg-Trikot gut ranken, außer ein Auswärtstrikot, weil die halt andere Farben haben. Aber ich finde dieses Neongrün immer hässlich. Es sei denn, die machen mal irgendwann wieder, ich glaube in der Meistersaison hatten sie so dunkelgrün, das fand ich noch ganz optisch ganz schön. Sie haben auch Nike als Ausrüster. Es ist eigentlich auch relativ clean, was mir eigentlich, ich mag ja immer mal so diese schlichten Designs, aber ich finde dieses Neongrün einfach, trifft überhaupt nicht meinem Geschmack. Es ist nun mal so, aber die müssten ja auch nicht so Neongrün nehmen. Ne? Also das Logo ist natürlich auch relativ hell vom Grün, aber sie könnten ja auch ein dunkleres Grün nehmen und dieses abgeschnittene da unten mit Hälfte weiß finde ich auch nicht schön, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Auswärts oder das Ausweich ist, was da noch mit bekannt ist. Dieses Schwarze, ich glaube, das Auswärts. Das sieht, finde ich, auch besser. Ja, ich finde, das ist richtig geil sogar. Also vom, und ich sag ja, also ich meine, wir bewerten, wie gesagt, wirklich jetzt nur nach der Optik. Hat ja nichts mit dem Verein zu tun. Ich weiß, was du meinst, aber eigentlich bei den Wolfsträgern ist das Einzige, was mich stören würde, die Farbe. Also dieses Neon halt, ne? Sonst finde ich es eigentlich ganz geil sogar. Ja, ich mag. Ich mag sowas nicht. Ich mochte sowas noch nie, wenn Trikots in dem Sinne. Du magst ja keine Streifen. Ja. Ich mag es nicht, wenn irgendwo in der Mitte das so wie abgeschnitten aussehen soll. Ich finde, es sieht einfach nicht hochwertig aus. Es ist einfach so wie gewollt und nicht gekonnt, meiner Meinung nach. das sieht so ein bisschen aus, wie ich habe Streicher hier gerade, als ob da einer sich einen Streich erlaubt hat und übers Trikot gestrichen hat. Da sind auch noch so ein bisschen Reste von der weißen Farbe dann weiter oben. Das ist überhaupt nicht mein Style. Wobei man eigentlich sagen muss, ob man jetzt VW mag oder nicht, so an sich ist es relativ clean. Wenn du so ein VW-Logo hast, ne, ist eigentlich immer gut eingearbeitet. Und die Farbe passt natürlich auch zum Logo. Aber es ist einfach nicht meins. Ja, verstehe. Soll ich meinen Platz 14 sagen? Ja, komm, mach mal. Die sind bei mir immer relativ weit unten, weil die auch immer mir für den Kopf zu anstrengende Designs machen. Ja. Und ich das eigentlich nie gut eingearbeitet finde. Diesmal finde ich es nicht ganz so schlimm wie andere Trikots, aber ist RB Leipzig. Auf 14? Ja, bei mir auch. Wunderbar, können wir gemeinsam drüber sprechen. Ja. Weil ich mag diese Art von Designs nie. Ja. Ich kann es nicht beschreiben. Die haben immer die haben immer irgendwelche Zacken, irgendwelche Muster, was mich an Hot Wheels oder so erinnert. Ich mag ja sowieso kein Rot und Weiß. Und
Ja, es wirkt jetzt noch relativ clean, weil der Großteil halt einfach weiß ist, ne? Dadurch geht es Ja. einigermaßen, deswegen finde ich es besser als zum Beispiel Freiburg oder Mainz, aber wenn jetzt das Muster, was sie da oben haben, übers ganze Trikot gegangen wäre, dann hätte ich mich echt entscheiden müssen. Dann hätte ich es auch schlechter als Wolfsburg gefunden. So geht es einigermaßen. Natürlich, bei denen passt automatisch relativ gut das Logo immer zum Sponsor, ist ja klar. Aber es geht ja hier nur um die Optik. Es geht einigermaßen, aber ich feier diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Diese Abtrennung von Ärmel und Kragen zu Trikot mag ich sowieso nicht, außer es ist irgendwie halbwegs schön in der Farbe kombiniert und dieses Muster gefällt mir auch überhaupt nicht. Die Sache Und der ist, V-Ausschnitt, den finde ich auch nicht schön. ja, ich weiß gar nicht, ich meine, gut, klar, jetzt die RB-Fans sozusagen, die mögen ja wahrscheinlich ihr Logo einfach ja auch, ne? Aber ich finde bei diesem Sponsor, der ja klar ist, das ist ja logisch alles, ne? Aber dieser, ich weiß gar nicht, was das eigentlich sein soll. Ob das eine Sonne ist im Hintergrund, dieses Gelbe oder ein Mond, gar keine Ahnung. Das finde ich schrecklich. Weißt du, hast du mitten in diesem Trikot, hast du auf einmal so einen gelben Punkt, pam. So, und ja, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Wenn das gelbe Ding da nicht wäre, ne, wäre das bei mir Ja. sogar vielleicht sogar ein Stück weit höher, weil ich ja sonst eigentlich ganz clean finde. Ich mag ja das so, wenn das so clean auch ist. Ich bin auch bei dir mit oben. Irgendwie sieht das, da wirkt das halt irgendwie so komisch abgetrennt. Aber das ist auch wieder diese Abtrennung, die ihr auch habt jetzt bei dem Hertha-Trikot, die ich Ja. auch da kritisiert hatte. Ja, auch. So, ja, genau, dass es da schon anfängt. Also es ist, dann lasst doch wenigstens bis hoch. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie kurios, aber scheinbar ist das jetzt erstmal so eine, ja, Modeerscheinung. ja. Zwangserscheinung schon eher. Trikot ist sonst ja keine Wahl. Ja, von irgendeinem Verein holst du dir ja dein Trikot, aber ja, so ist das. Dann mache ich mal weiter mit 13. Das Trikot, da bin ich mal gespannt, wo du das am Ende hast, ne? Weil das ist bei mir zum Beispiel wieder aufgrund der Streifen auf 13. Oh Gott. Bei mir ist es Eintracht Frankfurt. Eintracht Ey, das ist auch Frankfurt. meine 13. Ist das deine 13? Ja, ist auch meine Nein! 13. Ja, wirklich. Ja, siehst du. Guck mal, ey, heute, was ist denn los? Ja, diesmal Was sind wir ist beim los? Trikot. Wie Ja, abgesprochen, ey. das ist ja gut, weil dann kriegen wir wenigstens gemeinsam die Beleidigungen. Das ist doch auch okay. Richtig. Ja, das Nicht hat er du, war was. alleine. Ja, also ich sage, ich finde da auch wieder die Abtrennung, das, was wir jetzt schon drei, vier Mal hatten, ne? Da finde ich sogar die Ärmel ja oben eigentlich clean und cool gemacht. Wenn diese Streifen nicht wären, also ich sag jetzt mal bei diesem roten, ne? Wenn das Ja. unten einfach komplett rot wäre, dann würde mich zwar die Abtrennung immer noch stören, aber es ist ja wenigstens einheitlich oben, ne? Nicht irgendwie so am Kragen komisch oder so, sondern es ist einheitlich schwarz. Es geht ja fit. So, und wenn dann das praktisch das ganze Trikot unten einfach rot wäre, fände ich es geil. Ich finde auch den Sponsor gut eingearbeitet, also im Sinne von weiß, ne? Das passt ja, das ist okay. So, natürlich hat es auch immer so eine Sache, aber das ist jetzt vielleicht für mich einfach Indeed, Jobs finden, das ist halt auch so, weiß ich jetzt nicht, aber ja, hat auf jeden Fall was. Das Frankfurt-Logo eigentlich per se finde ich ganz geil, diesen Adler finde ich, der hat schon was. Ist schon eigentlich eine ganz coole Sache, aber ja, wie gesagt, bei mir sind es da wirklich die Streifen, die ich ganz kurios finde. Ja, bei mir auch die Streifen. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen Streifen, wisst ihr ja, mag ich auch. Ich habe ja zum Beispiel das Nürnberg-Trikot, ist ja an sich die gleichen Farben, vielleicht ein bisschen andere Töne beim Rot, aber sind ja auch schwarz-rote Streifen. Obwohl ich Rot nicht so mag, in Schwarz-Kombination kann es ganz gut aussehen. Aber diese, also so, wie nennt man das, diagonale Streifen finde ich ganz furchtbar. Das ist überhaupt nichts für mich, würde ich niemals anziehen, sowas. Ich glaube, dass das für viele Frankfurter sogar ein richtig geiles Trikot sein könnte, weil das soll ja an die 80er angelehnt sein. Und so eine Trikots feiert man ja dann häufig, vor allem wenn man die Zeit miterlebt hat, weil es so ein bisschen diese Retro-Vibes hat. Das kenne ich so, wenn wir selber so eine Editions haben. Aber für mich optisch überhaupt nicht schön, obwohl ich Frankfurt-Trikots meistens sehr, sehr nice finde, weil die häufig sehr, sehr clean sind. Ich glaube, letztes Jahr habe ich die richtig gut bewertet und auch das Auswärtstrikot finde ich, kann ich jetzt schon mal sagen, richtig nice. Aber das Heimtrikot gefällt mir überhaupt nicht, weil ich, auch wenn es halbwegs clean gemacht ist, ich kann überhaupt nicht Streifen ab, wenn die, also entweder sollen sie quer sein oder sie sollen gerade sein.
Aber diagonale Streifen würde ich, finde ich, überhaupt nicht schön. Ja. So, die einzige Begründung. Das ist ja. Die einzige Begründung, das finde ich so schlimm, dass wie bei dir normale Streifen wahrscheinlich sind, bei mir sind es diagonale Streifen. Bei mir ist ja alle Art von Streifen. Also das, ja, ja. Das ist ja die Streifenphobie. Die Streifenphobie, es ist so, wie es ist. Aber ich sag ja, manche Streifen finde ich dann auch okay. Es gibt ja auch Figuren, wo ich sage, okay, das geht fit, aber da... Deswegen ist Bremen auf 1. Nee, Bremen ist bei mir wirklich, also ihr werdet es ja gleich sehen, Bremen ist bei mir nicht auf 1. Ja. Aber Bremen ist bei mir trotzdem relativ weit oben, weil eben dieser Faktor, aber da sage ich gleich, was du beim Tribut. Ja. Jetzt kommt erstmal unser Platz 12. Ich sag schon unser, siehst du, ich bin schon darauf eingestellt, dass du fast das gleiche, aber hast du nicht, weil ich weiß, du magst den Kragen ja mehr als ich. Ich habe auf 12 Gladbach. Was? Oh Gott. Ja, ich habe. Kann nicht dein Ernst sein. Ich habe auf 12 Gladbach wegen. Da dürft ihr jetzt Nico beleidigen. Ja. Guck mal, ich finde das Trikot per se eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil es ist halt clean gehalten. Das hat für mich auch so Retro-Vibes, dieses Trikot. Retro-Vibes finde ich ja auch geil. Aber ich finde diesen Kragen, das, was du ja da auch oben jetzt hast, das ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, das. Für mich persönlich gehören diese Kragen einfach nicht zu Trikots. Das kannst du bei einem Poloshirt machen oder so, aber nicht bei einem Trikot. So, ich habe das damals auch gehasst. Wir hatten das damals mal im Fußballverein gehabt. Da haben wir, als wir aufgestiegen sind, haben wir sozusagen als Aufstiegstrikot auch so ein Trikot gehabt mit Kragen. Ich fand das schrecklich. Beim Laufen, wenn das so gewackelt ist, dieser Kragen, ich finde das total unangenehm. Auch wenn es regnet zum Beispiel, dann hängt das ja so runter. Finde ich echt, irgendwie ist gar nicht meins. Und ich habe das auch bei einem Testspiel, also in der Fotogalerie bei Gladbach, gesehen gehabt. Und auch da, muss ich sagen, fand ich das überhaupt nicht geil. Den Sponsor finde ich an sich ganz gut eingebaut, bis auf dieses X, ne, dieses Flat-X, also dieses Gelbe dann, sage ich mal. Ja, dieses Gelbe, finde ich, passt halt auch wieder überhaupt nicht. Und das sticht sofort ins Auge, du guckst sofort dahin auf dieses Gelbe. Hätten die einfach das komplett schwarz gemacht, fände ich es nochmal ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das Einzige, was ich da noch ganz cool finde, ist, guck mal, diese Sterne bei denen da oben, ich blende auch hier gerade nochmal ein, diese Sterne über den Gladbach-Zeichen, die sind halt in grün, ne? Also in ihrem grünen Ton. Das fand ich wieder ganz geil, aber wie gesagt, dieser Kragen ist bei mir eigentlich der einzige Grund, warum das auf Platz 12 ist. Wobei ja 12 ja auch gar nicht so schlecht mehr ist. Also. Naja, es kommt drauf an. Bei mir ist 12 immer noch nicht gut, weil ich einfach so viele Trikots in dem Erstliga-Ranking nicht gut finde, aber es ist Geschmackssache halt. Mhm. Also da muss ich wirklich sagen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, das dachte ich. Und ihr sollt natürlich Nico nicht beleidigen, aber das finde ich ist ein bodenloser Geschmack, den du hier an den Tag legst. Ihr solltet definitiv Felice beleidigen, ich bin dafür. Also, ich bin natürlich gar nicht zurückgerudert. Mach mal deinen Platz. So, 12, Köln. Frechheit. Ganz klare Frechheit. Das ist frech. Jetzt machen wir uns gegenseitig fertig, damit die Leute uns beleidigen. Köln ist wirklich frech, ich habe die viel weiter oben. Nein, Köln doch, ist doch, absolut doch. Klar. Also ich absolut mag halt klar, einfach, wie gesagt, das ist ja für mich, für meinen Geschmack, ich mag doch keine weiß-roten Trikots. Und bei Köln ist halt das Ding, es ist eigentlich relativ clean. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und ich glaube, es ist ja auch so ein Standard-Heim-Trikot von Köln. Was mich einfach wirklich massiv seit Jahren stört. Ich glaube, Kölner sehen das gar nicht mehr. Aber Rewe finde ich als Sponsor einfach nicht nice. Das liegt, weißt du, woran es liegt? Nicht an Rewe an sich, sondern es liegt einfach an dieser Schriftart von Rewe. Ich finde diese Schriftart von Rewe so, ich kann es nicht beschreiben. Es ist optisch für mich, sieht das wirklich aus, würde ich, natürlich, wenn ich Köln-Fan wäre, würde ich es mir wahrscheinlich auch holen. Aber wenn, guck mal, man macht sich ja mal so Gedanken. Ich habe doch dir dieses Trikot geschickt, was du gar nicht geil fandest, von Manchester United. So von Clubs, mit denen man gar nichts zu tun hat, wo ich sage, boah, das sieht richtig nice aus. Mhm. Das würde ich mir kaufen. Und das wäre so ein Trikot, was ich mir niemals kaufen würde. Ich ziehe sowieso keine anderen Trikots an, aber nee, ja doch, vielleicht so Portugal oder so. Aber das Ronaldo-Fanboy, find ich, deswegen. Richtig. Nee, Real einfach so. Ja, auch oder, Ronaldo. Ja, auch. Ja. Auch. Beides. nee, also ich sagte, Rewe, das sticht für mich so krass hervor, feiere ich nicht. Clean finde ich okay, ich finde aber auch den V-Ausschnitt-Kragen mag ich normalerweise nicht, es sei denn, er ist so gut gemacht wie bei dem Schalke-Trikot, da fand ich ihn ja nice. Mhm. Und dieser Ärmelsponsor mit dem Grün, finde ich, passt auch irgendwie nicht. Also das ist ein, weiß ich nicht, das wirkt fast schon so, wenn du es so von der Seite siehst wie hier,
erinnert mich das fast schon so ein bisschen an so ein Ligue 1-Trikot, das so überall vollgeklatscht ist mit irgendeiner Werbung. Und denn diese rote Applikation oben finde ich auch nicht so nice. Aber ist, wie gesagt, nur Geschmackssache. Das soll ja irgendwie, habe ich gelesen, an die Meisterschaftssaison von Köln 63, 64 anschließen. Deswegen hat es bestimmt für die Kölner sogar irgendwie so einen Retro-Gedanken und sogar einen hohen Stellenwert. Aber für mich optisch feiere ich es einfach nicht. Obwohl es clean ist. Aber dieses Rewe, das wirst du bei mir auch nicht schöner kriegen. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt schon das Auswärtstrikot sehe, auch das finde ich wieder deutlich besser. Ja, das dachte ich mir, wie den Streifen. Ja, richtig. Das ist furchtbar, finde ich. Aber das, da kommen wir ja noch zu. Ja, ja. Das Heimtrikot von Köln, das habe ich so viel weiter oben. Und ich habe ja echt viele Kölner Freunde hier. Ich wohne ja hier wirklich. Also, ja, du bist befangen. An Köln und Leverkusen. Nee, aber da, ihr habt auf jeden Fall das Go. Ihr könnt Felice so fertig machen in Kommentaren. Das ist auf jeden Fall mal absolut richtig und wichtig. Gehen wir zu Platz 11 über. Wäre bei mir hier gerade ein Krankenwagen lang. Hört man das eigentlich? Ja, das hört man. Ja. Auf Platz 11, ja, da kommt der nächste. Siehst du, guck mal, selbst der Krankenwagen sagt schon, Alter, wie kannst du Köln dahin machen? So, Hoffenheim. Mein Platz 11 ist Hoffenheim. Ich sag dir ehrlich, dieses komische, ich weiß gar nicht, so Farbverlauf, sag ich mal, das sieht auch aus, ein bisschen aus wie Farbkleckse, ne? Wenn das nicht wäre, sondern einfach blau, wäre es sogar noch weiter oben, weil ich mag ja, wie gesagt, dieses Cleane. Ich finde diesen SAP auch ganz gut eigentlich eingearbeitet mit diesem Weiß, einfach nur, dass das dann, ne, es hat ja auch immer so einen Look, wenn du da eigentlich nur die Lücken sozusagen lässt, darunter ist ja eigentlich die normale Trikotfarbe. Finde ich eigentlich ganz cool. Was ich ein bisschen komisch fand, ist am Ärmel irgendwie, dass dieser Sponsor, also Ärmelsponsor hellgrün. Das finde ich, weiß ich nicht, warum man das macht. Das ist irgendwie ganz kurios. Und diesen Farbverlauf, mit dem kann ich nicht ganz so viel anfangen. Ich finde es aber auch nicht so schlimm. Also zum Beispiel bei Freiburg finde ich es schlimm, dieses komische Muster. Hier finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Hat eigentlich was. Aber ohne würde ich es sogar noch besser ranken. Also ich finde, das Hoffenheim-Trikot ist wirklich eigentlich ganz nice. Auf 11 ist schon okay. Ja, jetzt kommt bei mir 11. Ja, das ist so bei mir der Platz, wo ich zwiegespalten bin, wo es langsam okay wird, aber es liegt bei mir wahrscheinlich wieder an meiner Weiß-Rot-Phobie. Ich kann es irgendwie noch nicht so richtig sagen, weil es auch unfertig aussieht ohne Sponsor. Es ist auch unfair, weil ein Sponsor kann es versauen, ein Trikotsponsor, oder besser werden. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile einen haben, aber das VfB Stuttgart-Trikot, irgendwie hat das was. Es soll ja irgendwie zum anlässlich, weil jetzt der 130. Geburtstag kommt, Traditionstrikot kommen, ist ja sowieso immer mit diesem Brustring. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das finden viele Fans vielleicht auch nicht geil, aber irgendwie hat es mal was, dass sie das Logo in die Mitte gemacht haben. Das finde ich irgendwie ganz nice. Und dieses Muster, ich mag ja eigentlich nicht so rote Muster, aber ich finde es nicht so penetrant im Hintergrund. Mhm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und was mir gefällt, ist ein relativ ungewöhnlicher Kragen. Also es hat so ein bisschen was von einem V-Ausschnitt hier an der Seite, aber ist ja eigentlich ein Rundhalsausschnitt. Und ich mag auch die Ärmel mit diesen Streifen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wenn ich den Sponsor sehe, ich denke mal, der wird relativ clean in Weiß eingearbeitet, wer auch immer das dann ist. Ja, hoffentlich. Wenn der Porsche vielleicht, wer weiß, wer das dann da ist, aber das könnte entweder aufranken nochmal oder niedriger ranken bei mir persönlich, aber irgendwie hat das was, obwohl ich Jacko als Ausrüster eigentlich gar nicht mag oder Jayco, das auf den Ärmeln, weiß ich nicht, ob das sorgt für mich eher dafür, dass ich es ein bisschen runterranke. Das hätte man sich aus meiner Sicht sparen können, auf den Schultern meine ich, sorry, aber irgendwie hat das was, finde ich. Mhm. Ja, ich finde das Trikot auch gut, eigentlich. Ich bin nur mal gespannt, wer dann halt eben wieder dieser Trikotsponsor ist. Da sind wir ja wieder, ne, bei dem, das was kann halt auch viel kaputt machen. Stell mal vor, das kommt dann in gelb groß Postbank oder so. Also jetzt mal, weißt du, das wäre ja Katastrophe auf dem Trikot. Aber ja, tendenziell auf jeden Fall. Das war jetzt 11, ne? Ja. Das heißt, wir sind jetzt bei 10. Und 10 ist bei mir der FC Augsburg. Ich persönlich kann mit dem Trikot sogar wirklich wenig anfangen, aber, und deswegen ist bei mir auf 11 und halt vor ein paar anderen, es hat ja trotzdem so dieses
diesen cleanen, also diesen clean Ansatz, sag ich mal. Und ich finde, das passt komplett zu Augsburg. Das ist für mich Augsburg. Also das Trikot, selbst wenn du jetzt das Ausrufezeichen weggemacht hättest und es gibt ja so dieses Trikot-Erraten-Dings und sowas, ne? Das hättest du ja sofort mit Augsburg. Das ist ja ganz klar auch irgendwie. Finde ich, passt, wie gesagt, wie Arsch auf einmal. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass die das am Ärmel auch fortlaufend zu haben. Also so unten dieses, nochmal die Farben mit rein. In der Mitte diese zwei Streifen, sage ich mal, finde ich auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das erinnert mich auch nicht irgendwie wie bei Leverkusen irgendwie an irgendwelche Kreuzritter oder sowas. Das geht ja dann auch noch fit. Ja, Augsburg finde ich irgendwie schlicht mit den Streifen ganz cool. Passt zu Augsburg, ist jetzt nicht meins, aber finde ich, geht klar. Also für Augsburg ist gut. Gutes Mittelfeld so. So ähnlich würde ich das bewerten jetzt bei dem Bayern-Trikot. Ich habe für gewöhnlich Bayern-Trikots, ach, wenn die so ganz rot sind, gefallen mir meistens gar nicht. Sehr häufig gefallen die mir gar nicht. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich rote Trikots nicht mag? Ich weiß es nicht. Nee. aber das dadurch, dass es halt hauptsächlich weiß ist. Und hier finde ich komischerweise, obwohl ich das eigentlich nicht mag, die Trennung von Ärmel und Trikot auch nicht schlimm. Hier sieht es irgendwie ganz gut aus, muss ich sagen. Das Trikot habe ich auch schon öfter gesehen, weil sie ja bei Sky immer Kane da reinstecken. Sponsor, Logo und auch Ausrüster sind hier alle angepasst. Ne? Also ja, alles in Rot, auch die Sterne in Rot. Mhm. Das finde ich dann irgendwie clean, das gefällt mir. Soll ja, habe ich gelesen, an das Aufstiegstrikot von 1965 erinnern. War ja kein Gründungsmitglied der FC Bayern, der Bundesliga. Und ich mag, habe ich ja auch schon öfter jetzt gesagt, bei Adidas Trikots, dass sie da nicht mehr Adidas runterschreiben. Das sieht für mich optisch cool aus mit diesen drei Streifen. Und es ist irgendwie, es sieht clean aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, mir gefällt das auch ganz gut. Da gefällt mir zum Beispiel, ich mag das ja eigentlich gar nicht, wenn man den Sport, Verein selber, also das Vereinswappen irgendwie verändert, dann für ein Trikot. Ja. Ne? Aber da finde ich, passt es auch, bin ich bei dir. Trotzdem bin ich immer noch dafür, dass man da, hätte man da das Vereinslogo richtig gemacht, dann hätte ich es sogar noch besser gefunden. Aber ja, ich finde das Trikot auch gut. Ist bei mir auch weit oben gelandet. Bei mir ist auf 9 Stuttgart, die du praktisch gerade eben hattest. Mhm. Ich finde dieses Weiße da, das soll ja irgendwie so pulsierend sein, ne? Dass das so weg davon geht sozusagen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, auch wenn das ja ganz, ganz viele kleine Streifen sind. Deswegen habe ich gehadert erstmal. Ich glaube, wenn man die verbinden würde und das wären all, die wären alle so zusammen als Streifen, dann hätte ich es furchtbar gefunden. Dann wäre es für mich ganz schlimm. So ist es ein Muster, dann geht es für mich klar. Ich weiß, was ich bei so Trikots immer ganz geil finde. Das hatte Bremen 2007 auch mal gehabt. Da haben wir auch das Vereinslogo in der Mitte gehabt. Und ich finde das richtig geil, wenn das Vereinslogo so in der Mitte ist, weißt du? Das hat auch so Oldschool-Vibes irgendwie, ne? Ja, ja, ich finde das ist einfach richtig, richtig cool. Ich hoffe nur, dass Stuttgart jetzt noch einen guten Sponsor, oder ich weiß nicht, ob hier mittlerweile einer feststeht, ne, aber dass da ein guter Trikotsponsor noch ist. Und dann finde ich es richtig nice. Ich weiß nicht, wie es von hinten sozusagen bewerten soll, weil hinten geht dieser Streifen ja durch. Mhm. Der muss ja eigentlich immer clean sein. So. Wie das dann so aussieht, das kann man jetzt nicht so bewerten, aber einfach von vorne, finde ich, hat das Trikot was. Das ist bei mir auch jetzt übrigens nur auf 9 gelandet. Ich hätte es sogar noch ein bisschen weiter oben getan, weil ich eben nicht weiß, wer dann da drauf kommt. Und das kann halt viel kaputt machen. 9 ist so oder so super, weil halt, wie gesagt, das in der Mitte vor allen Dingen rausreißt. Finde ich cool. Hat Jakko, ne? Cool gemacht. Übrigens, da, was muss man auch noch sagen, das bewerten wir ja nicht, weil, wie gesagt, wir ja nur die Optik bewerten, aber wenn man auch noch die Qualität, also ne, von so Anfass-Feeling, dann wäre die Reihenfolge auch nochmal anders. Weil da das kann ich auch gar nicht beurteilen. Da müsste ich ja jedes Trikot einmal angezogen richtig haben. Richtig. Das ist auch der nächste Grund, warum bei mir, bei meiner neuen, also wenn ich erstmal so auf den ersten Blick hingucke, finde ich es eigentlich richtig nice von Darmstadt, weil ich halt dieses Blau schön finde, optisch. Da sind auch Ausrüster, Logo und Sponsor in den gleichen Farben gehalten, sodass es nicht nervt irgendwie, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir vorstellen könnte bei dem Ausrüster, dass es vielleicht nicht so geil fällt, so das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Kraft als Sponsor. Logo sieht eigentlich ganz gut aus. Ich war auch am Anfang ein bisschen zwiegespalten, weil diese
Streifen am Seiten. Weißt du, was das für mich ein bisschen für einen Vibe hat? Hosenträger. Hosenträger, ah ja. So, sieht so ein bisschen so aus. Aber ich finde, das Blau sieht gut aus. Ich finde, es macht auf den ersten Eindruck einen optisch guten Blick. Bei dem V-Ausschnittkragen, da ist auch immer für mich ganz entscheidend, was ist das für ein Material? Weißt, kennst du das, wenn du V-Ausschnitt-Trikots hast, du wäschst die ein paar Mal und dann ist der so wellig oder so, du müsstest eigentlich jedes Mal bügeln oder der wird so hart, das kann ich nicht beurteilen. Was mir an diesem Trikot sehr gut gefällt, wie dick da hinten Darmstadt draufsteht, sowas finde ich immer, sowas finde ich immer nice. Wenn das so präsent ist, wenn das so dein Verein ist, wäre jetzt wie bei uns, wenn da so ganz fett Berlin hinten draufsteht. Sowas finde ich einfach cool. Ja. Ja, bin ich voll dabei. Deswegen ist meine 9. Ist meine 8, deswegen ich kann direkt laufen fortfahren. Okay, perfekt. Darmstadt ist meine 8. Ich fand das mit dem Darmstadt hinten, weil das so, es wirkt wirklich so riesig, ne? Ja. Fand ich auch richtig geil. Ich finde auch das Logo von Darmstadt irgendwie cool. Ich meine, am Ende, ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ne, mit diesem Logo weglassen bzw. dann verändern, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal was zu gesagt, aber da ist es ja irgendwie einfach, ich weiß nicht, das hat einfach irgendwie was, das passt so geil dahin. Ich weiß auch nicht, wie diese Streifen links und rechts, wie die angezogen aussehen, also ob dann so man diese Trennung, sage ich mal, mehr sieht, aber so erstmal auf dem Foto, finde ich, ist das ein richtig cooles, gelungenes Trikot. Und ich feiere das auch hinten mit diesem Darmstadt wirklich cool. Und ich mag auch die Farbe. Also da muss man sagen, das erinnert mich immer so ein bisschen, das ist so diese Schalke-Farbe ja auch, ne? So dieses Königsblau. Das sticht einfach direkt ins Auge, ne? Also das haben die cool gemacht. 8 Darmstadt finde ich super. Wer ist denn deine 8? Weil ich habe jetzt fortgefahren sozusagen. Bei mir ist die 8 Augsburg. Das erinnert mich irgendwie. Es gab mal so ein Inter-Trikot, das hatte natürlich ein bisschen andere Farben, aber an das erinnert es mich ein bisschen, was man bei Augsburg sagen muss. Irgendwie, ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber dieses Grün-Rot finde ich in Kombination irgendwie schön, wenn es nicht so krass überpräsent ist. Mhm. Das ist ja so ein Streifen. Das sieht eigentlich gut aus. Ich hätte es sogar, glaube ich, noch höher gerankt, weil ich finde auch den Kragen cool. Und auch die Ärmel, dass man da auch noch mal auf die Vereinsfarben so zurückgreift in dieser Kombination. Das hat auf jeden Fall was. Mit dem Logo ist mir dann fast schon wieder zu groß, muss ich sagen. Mhm. Und was mir auf jeden Fall zu groß ist, ist der Sponsor. Der ist mega fett irgendwie. Wenn der ein bisschen kleiner wäre und quasi mehr von diesen beiden durchgehenden Streifen, da wäre, fände ich es fast noch cooler. Aber da bin ich schon in einem Bereich, muss ich sagen, finde ich optisch ansprechend, weil es irgendwie bunt ist, aber trotzdem clean. Ja, und deswegen gefällt mir das. Ist halt wirklich eine Geschmacksfrage, das Logo und der Sponsor, wenn der kleiner wäre, wäre es bei mir noch weiter oben gelandet. Aber sieht auch traditionsreich einfach aus und gegen diese Farbkombination habe ich einfach nichts. Es passt und dann halt ist natürlich krass, cool. Ne? Genau, es passt krass und dann ist natürlich auch cool, dass der Sponsor auch in grün ist. Mhm. Wenn der jetzt zum Beispiel blau wäre, würde das ja komplett komisch aussehen. Ja. Absolut. Ja gut, das wäre eine Vollkatastrophe. Aber das ist ja bei fast allen Trikots auch so, ne? Wenn dann der Sponsor so eine Farbabwechslung hat. Ja, aber erst recht, wenn du so viele Farben schon im Trikot hast und dann noch eine andere, dann ist es noch schlimmer. Absolut. Wenn du jetzt nur ein grünes Trikot hast, wo dann rot der Sponsor draufsteht, ist ja auch nochmal was anderes. Ja, ist so. Mein Platz 7, jetzt sind wir schon echt auf gutem Niveau, ne? Also 7. Ja. Jetzt gehen wir praktisch in den europäischen Wettbewerb hier rein. Ja, Conference League. Ich habe auf 7, die würden sich auch freuen über europäisch, Heidenheim. Oh, ich auch. Echt? Ey, wir haben echt viele Übereinstimmungen. Ja, krass. Ich finde das, dieser Rotton sozusagen, den finde ich wirklich eigentlich ganz geil. Und das gibt mir wieder so Retro-Vibes, weißt du, das ist auch für mich, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass Puma auch der Ausrüster ist. Wir hatten ja ganz, ganz früher Puma gehabt, ne, und diese Puma-Trikots sind irgendwie so richtig so Oldschool-Trikots auch oftmals. Finde ich einfach geil, ich finde das Muster, finde ich cool, dass das so oben ist das so präsenter und dann unten ist das so auslaufen, weißt du. Das finde ich auch cool. Hat richtig was, ich finde den Trikotsponsor super eingearbeitet, weil halt wirklich einfach dieses weißt du, so weiß gelassen. Also nicht irgendwelche unnötigen Farben jetzt mit rein oder ich weiß gar nicht, was der Originalton eigentlich ist, ob der so wirklich so bläulich ist wie... Weinrot. Weinrot? Weil in dem Ausweichtrikot sozusagen ist das so blau und dann sind so andere Farben auf jeden Fall mit bei.
Auf jeden Fall. So weinrot, würde ich sagen, ja, würde ich es beschreiben. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass sie das komplett weiß gelassen haben. Hat auf jeden Fall was. Und ja, ich finde, das passt einfach richtig, richtig gut. Also sehr, sehr guter also Platz. Also muss ich, kann ich nur auch sagen, das eins, ich hätte sogar vielleicht noch höher gerankt. Der Kragen sieht jetzt auf diesem Bild mir zu rundhalsig aus. Also sehr groß und ja gut, weiß passt natürlich jetzt zum Ausrüster und zum Sponsor, aber das macht es ein bisschen kaputt vielleicht, finde ich. Vielleicht hätte ich das schöner gefunden, wenn es auch noch in Rot wäre, aber Trikot an sich, so wie du es beschrieben hast, ich finde dieses Monogrammmuster im Hintergrund cool. Auch dieser Farbverlauf, dass es unten dunkler wird, es ist eigentlich aufgeregt in dem Sinne, aber irgendwie trotzdem clean. Und gerade wenn du das von weit weg siehst, dann siehst du wahrscheinlich nur dieses Weinrote und es sieht, glaube ich, schon ziemlich gut aus. Also ist für mich nicht unbegründet, kann ich absolut mitgehen auf Platz 7. Ja, mein Platz 6 ist auf jeden Fall bei dir nicht Platz 6. Das kann ich sagen, weil den Verein hattest du schon. Mein Platz 6 ist der VfL Wolfsburg tatsächlich. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich finde bei, also das ist mal wenigstens so, ich bin bei dir bei dem Neon. Ja, dieses Neongrün ist auch das, was mich stört. Wenn man da einen anderen Grünton genommen hätte, dann hätte ich das Trikot wirklich richtig gut gefunden. Also das muss ich auch wirklich sagen, wenn das in einem dunkleren Grün gewesen wäre, dann hätte ich dieses Trikot wirklich richtig abgefeiert sogar. Ich finde, dass sie es richtig clean gehalten haben. Ja, dieser, was du gesagt hast, so als Farbkleckse, so vom Streichen praktisch, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool, wenigstens als Unterteilung, dass nicht nur einfach so ein Strich da ist. Also wenn das nur dieser eine Strich wäre, sage ich mal, ohne irgendwelchen Verlauf, hätte ich es irgendwie nicht ganz, also nicht so geil gefunden, wie ich es jetzt eigentlich ganz cool finde. So hat es halt wirklich so dieses Retro-Feeling. Ich finde den Kragen super bei dem Trikot. Oben ist es komplett clean. Sponsor und Nike-Zeichen in der gleichen Farbe, finde ich, passt auch gut. Und beim Logo hat man das auch super eingearbeitet, wieder mit diesem Weiß-Grün. Wie gesagt, das Einzige, wo ich sage, ja, da bin ich auch dabei, ist dieses Neongrün. Das in einem dunkleren Grün, dann hätte ich das Trikot richtig top gefunden. So finde ich es aber immer noch gut und ja, ist mein persönlicher Platz 6, Wolfsburg. Mein Platz 6 ist Borussia Dortmund. Ich finde für gewöhnlich Dortmund-Trikots eigentlich nicht so nice, weil ich einfach gelbe Trikots in diesem Gelbton nicht so, also diese Postfarbe, finde ich eigentlich nicht so cool. Das ist ja ein Designwettbewerb gewesen, also müsste es ja eigentlich auch relativ vielen Dortmundern gefallen. Finde aber, das sieht irgendwie cool aus, obwohl ich ja vorhin bei Wolfsburg gesagt habe, ich mag es eigentlich nicht, wenn das in dem Sinne so abgeschnitten aussieht. Aber in diesem Falle mit so einem richtigen Design im Hintergrund, ja, finde ich das wirklich cool. Timo R. hat das wohl designt und diesen Designwettbewerb bekommen. Auch hier relativ dick wieder Dortmund hinten drauf. Sowas mag ich ja, habe ich ja schon mal gesagt. Nicht ganz so dick wie bei Darmstadt. Aber trotzdem. Ja, und ansonsten, ich mag den Kragen, ich mag die Ärmel, dass die beide diese schwarzen Akzente haben. Der Ärmelsponsor ist auch in schwarz, 1&1 ist in schwarz, Ausrüster ist in schwarz, also du hast zwei Farben, hast im Hintergrund trotzdem wie so ein richtiges Bild, was du erkennen kannst. Ich weiß gar nicht, was soll denn das sein eigentlich? Das Stadion. Ach, das ist das Westfalenstadion. Ja. Der Signal Iduna Park, okay. Ja. Das gefällt mir gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde, das ist mega. Also das ist wirklich mega. Guck mal, ich wusste nicht mal, was es darstellen soll und trotzdem gefällt es mir. Ja, siehst du mal, dass du das nicht erkennst. Also wirklich. Ich habe meine Brille noch nicht abgeholt. Mein Platz. Nee, aber ich finde es optisch top. Er ist es auch. Ich habe das ganz weit oben. Mein Platz 5 ist unser Bremen-Trikot. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Streifen. Wenn das keine Streifen hätte, genau die gleichen Farben, alles genau gleich, ne? Wäre das wahrscheinlich bei mir, natürlich ist da ja Vereinsbulle mit dabei, also das wäre ja bescheuert, natürlich, wenn nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich auf 12. Ja, ich denke mal, das wäre irgendwo im Mittelfeld auf jeden Fall. Aber ohne diese Streifen wäre das wahrscheinlich sogar bei mir zumindest mal Platz 2 gewesen. Mit den Streifen geht es halt nur bei mir bis 5.
weil einfach die Streifen echt was sind, was mich stört. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer von euch das Trikot schon mal live gesehen hat. Ich habe das ja letztens verlost mit Kate da hinten drauf und deswegen hatte ich es ja hier zu Hause auch. Ich sag euch wirklich, an alle, die vielleicht eh nicht da das irgendwie sehen mit den Streifen, es feiern ja auch extrem viele, ne? Muss man auch sagen, das Trikot feiern extrem viele. Aber in echt sehen die Streifen nicht so schlimm aus wie auf dem Trikot, also auf den Bildern. Auf den Bildern wirken diese Streifen ja unfassbar präsent. Das ist ja, also das ist ja geisteskrank. In echt sieht das auf jeden Fall besser aus. Also ich finde es in Real Life auf jeden Fall wesentlich besser als auf Bildern. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen dieses Unfaire. Ich habe Leverkusen live gesehen, Bremen live gesehen, so zwei, drei Trikots habe ich halt live gesehen. Dortmund habe ich auch live gesehen. Und deswegen, ja, kann man die dann nochmal ein bisschen anders bewerten. Das ist ja auch irgendwo so. Ich finde es aber richtig, richtig cool. Und deswegen musste ich Bremen auch auf jeden Fall weiter hochtun. Vielleicht fühlt es der ein oder andere. Wir haben nicht mehr Wiesenhof. Wir haben Matej jetzt da als Sponsor. Und ich finde, Matej ist super eingearbeitet, total clean. Ich bin richtig froh, dass wir die haben. Die werden kein Trikot zerstören. Die passen sich immer an der Farbe. Das ist einfach so ein Feeling mal wieder. Weißt du, das ist so wirklich, wo du sagst, ey, geil. Und ich finde den Kragen, den habe ich, als ich den erstmal so gesehen habe, dachte ich so, oh, weiß ich nicht. In echt sieht der aber auch wieder wesentlich besser aus. Ganz clean eigentlich. Das ist gar nicht so krass, dieses Abtrennungsmäßige so. Ja, wie gesagt, wären die Streifen nicht, wäre das bei mir sogar wesentlich höher. Ja, eigentlich an sich ist es ein cooles Trikot. Mit den Streifen hat es bei mir halt Abzüge. Aber ohne Streifen fände ich es richtig geil. Ja, bei mir ist Platz 5 ein Platz, den du ja ausführlich beschrieben hast, warum du ihn nicht feierst, und zwar Bayer Leverkusen, weil ich finde es richtig nice. Gott, ich muss jetzt nochmal sagen, dass ich glaube, dass ich es selber ich hasse Ritter. Also wollte ich erst auch nicht Game of Thrones gucken, weil ich so diese, ich hasse alles so, was in diese Richtung geht, aber. Guck mal, du bist so komisch, Thema. Ne? Du magst ein Kreuzritter-Trikot praktisch. Nein, jetzt ne? Hör doch mal auf. Aber Game of Thrones magst du nicht. Das wird dir immer ich schlimmer. Ich mag Game of Thrones. Ich liebe es. Ich wollte es deswegen nicht gucken. Ja, ich wollte es nicht gucken, aber ich liebe es. So, pass auf. Ich glaube, wenn ich selber Fan von der Mannschaft wäre, würde ich es überhaupt nicht fühlen, diese Begründung, was du gesagt hast, dass mein Logo einfach von den Farben anpasst. Aber in dem optischen Fall, ich mag dunkle Trikots und das sieht, finde ich, richtig nice aus, wie das einfach in Rot auf Schwarz ist, genauso wie der Ausrüster. Und ich finde, das ist optisch. Ich gehe ja nur nach, ich habe das gar nicht so gesehen. Kennst du das, wenn du das, das ist wie bei diesen Rorschach-Testergebnissen, wenn du dir so bestimmte Formen anguckst und jeder sieht da irgendwas anderes. Yeah. Wenn ich das erste Mal auf ein Trikot gucke, das ist so wie bei dem Dortmund-Trikot, ich wusste nicht mal, was ich da sehe. Wenn ich das erste Mal raufgucke, dann mache ich meine Bewertung und ich fand es beim ersten Mal raufgucken richtig geil. Jetzt, wo du es gesagt hast, sehe ich das natürlich auch die ganze Zeit. Aber ich finde es optisch einfach ein Banger, wie man in der Jugendsprache sagen würde. Und ich mag dunkle Trikots, also mir gefällt's. Ja, ich finde es schrecklich. Noch cooler hätte ich gefunden, wenn dieses Barmenia in Schwarz gewesen wäre. Das hättest du noch besser gefunden? Ja. Ja, okay. Okay. Gehst du mit, ne? Da auf gar keinen Fall. Ich bin da so weit weg, aber ich... Dann sag ich jetzt meinen Platz 4. Das ist nämlich der erste Champions League-Platz. Okay, dann mach mal. Das ist bei mir Werder Bremen. Ich finde das... Ein über mir, das geht ja sogar. Ich hab dir, ja gut, bei dir ist mit Fanbrille, bei mir ist ohne. Ja, jetzt muss ich mir das nochmal überlegen, wo du sagst, man sieht die Streifen nicht so doll. Ich habe dir von Anfang an gesagt, ich habe dir damals geschrieben, boah, das Trikot ist ja richtig geil. Du so, was? Das sieht ja furchtbar aus. Ich finde das richtig nice, das Bremen-Trikot. Das Einzige, was mich stört, ist das, was du gut findest, nämlich dass dieser Block in der Mitte ist. Den hätten sie weglassen können. Also wenn das quasi einfarbig nur mit diesen Streifen wäre, also zweifarbig und nicht dann noch in der Mitte nochmal getrennt wäre, wäre es bei mir noch weiter oben. Ich liebe so dünne Streifen. Ich finde, das ist, also ich glaube auch, das sieht von außen, von weit weg richtig gut aus. Wie gesagt, das Champions League bei mir wäre noch höher gerankt, wenn es entweder diese hellere Farbe hätte oder diese dunklere. Aber ich finde es richtig nice. Das Einzige, was mich halt, wie gesagt, wirklich stört, ist, dass dann zum Beispiel links der Ärmel dunkel ist und rechts hell. Sowas mag ich nicht so. Das ist auch nochmal unterteilt. Also die haben praktisch hier grün und dann hinten wieder weiß.
Ja, aber das finde ich von vorne jetzt nicht so schön. Ja. Aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel Ausweichtrikot in diesen hellen weiß-grünen Streifen und das Heimtrikot in den dunklen grünen Streifen gemacht hätte, fände ich es noch nicer. Aber es ist schon sehr, sehr cool. Mit dem Sponsor gehe ich mit. Ist viel cleaner, ist viel schlichter, stört überhaupt nicht mehr. Ausrüster ist jetzt nicht so meins. Ich finde den Kragen nice. Ist ja auch so eine Mischung aus Rundhals und aus V-Ausschnitt. Und ist auch noch mal so schön mit grün eingearbeitet. Da hätte ich mir fast an den Ärmeln auch noch mal den gleichen Kragen, den gleichen Rand quasi gewünscht. Aber das Trikot finde ich richtig schön. Ein bisschen stört mich oben diese Zacken hier auf der Schulter Ja, noch. das ist von Hummel, ne? Ja, das Also von das haben die Hummel, halt das. immer. Ja, das finde ich, stört mich etwas. Aber ansonsten finde ich, ist es ein richtig nices Trikot. Ja, mit den Zacken hatte ich am Anfang, dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich es so fühlen werde, aber als ich live gesehen habe, dachte ich mir, oh ja, hat eigentlich was. Also wenn das, sage ich mal, der Nachteil von Hummel ist, dann bin ich damit echt fein mit. Da gibt es ja viel schlimmere Sachen. Ja, ich muss aber, kann aber auch schon mal an alle sagen, die vielleicht überlegen, sich das Trikot zu holen. Ich hatte ja ein Trainingsshirt und eine Hose mir geholt gehabt von Hummel. Das Trainingsshirt kannst du ungefähr eine Nummer größer holen, dann passt es auch. Bei den Hosen, die, also zumindest die lange Trainingshose, die fallen schon relativ eng aus. Also so vom, ne, von dem, was du eigentlich als Größe hast. Die Trikots müsst ihr definitiv eine Nummer größer bestellen. Also das letzte Mal so, wenn wir gerade eh darüber reden, ihr müsst auf jeden Fall eine Nummer größer euch bestellen. Das heißt, habt ihr Mache ich eigentlich dann. L, holt XL und so weiter. Habt ihr XL, holt XXL, weil das passt sonst auf gar keinen Fall. Das hatten wir aber auch schon bei Umbro. Ich weiß nicht, ob du die Umbro-Trikots kennst. Die sind auch so von diesem Stoff, dieses halt eng sitzende, so, ne? Ja, Kappa. Ja, Kappa ist ja gar, aber bei Kappa ist es zumindest dehnbar, weißt du? Das ist ja so Ja. flexibel, ne? Das kannst du ja so und dann flitscht das, ne? Bei Umbro war es einfach eng. Also, es war einfach Ja, nur eng. hart und eng. Ja, und das ist dann irgendwie nicht so Okay, geil. das, ja. Ja. Hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an, Ja. aber ich, Ja. ich konnte es nicht mehr zurücknehmen. Schneiden wir Ne? raus. Auf gar keinen Fall. Vier ist jetzt der FC Bayern bei mir. Die finde ich eigentlich, also das, mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist da wieder das Wappen, was ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Aber es ist halt nicht ganz krass. Ne? Guck mal, die Sterne gehören ja für mich nicht so zum Logo verändert. Dass Ja. die das jetzt rot gemacht haben, ist mir doch egal. Dass die halt das Blau da nicht drin haben, das wäre für mich als Fan jetzt sowas, wo ich sage, mach's doch mit rein. Weißt du, das ist ja so dieses Bayerische, ne? Ja. Mach's doch mit rein. Hätte ich gar nicht störend gefunden. Ich kann das verstehen, dass das Blaue würde dann natürlich rausstechen in diesen Farbkombinationen, ne? Aber als Fan feierst du es wahrscheinlich ja trotzdem. Ich bin bei Adidas voll bei dir, dass das da drunter nicht mehr steht, sondern einfach das Logo ist super clean. Ich finde das Trikot allgemein total clean und ich finde das mit den Ärmeln auch gelungen noch. Also das gibt es ja wirklich in viel schlimmer jetzt mittlerweile mit den Ärmelabtrennungen. Das ist wirklich noch Ja. gelungen. Ich finde auch, ich habe auch tatsächlich an dieses Kane-Bild gedacht und an dieses Kim-Bild, weißt du, von dem Innenverteidiger, wo der da Ja. so, ne? Ja, da finde ich es eigentlich auch ganz nice. Also es ist wirklich ein cleanes, cooles, so Retro-Trikot irgendwie. Deswegen feiere ich das auch wirklich. Hat richtig was. Auch das T-Mobile, dass sie das dann in Rot gemacht haben, finde ich auch cool. Den Kragen finde ich ganz gut. Also geht auf jeden Fall fit. Ja, alles in allem mein Platz 4. Ja, mein Platz 3 ist Hoffenheim. Also das finde Ach, ich ja krass. richtig schön. Hoffenheim-Trikots sehen oft ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich finde dieses tiefe Blau, so wie im tiefen Meer, sieht richtig nice aus. Dann mit diesen Akzenten oder diesem Muster im Hintergrund, was aber auch dezent ist, was du von weit weg ja gar nicht sehen wirst, finde ich richtig, richtig schön. Cooler Kragen mit so zwei Streifen in Blau auf dem weißen Untergrund, genauso dann auch die Ärmel, das finde ich sehr, sehr clean. SAP ist in weiß, Ausrüster ist in weiß, das Logo sticht jetzt oder stört jetzt überhaupt nicht auf der Farbe, ist ja auch in Blau-Weiß. Also das Trikot finde ich, sieht, da brauche ich auch gar nicht so viel zu sagen, weil mich da halt nicht, da gibt es einfach nichts, was mich stören würde, so vom Optischen. Sogar die Kragen- und Ärmelansätze finde ich sogar sehr, sehr gut. Und auch dieses, ja, wasserzeichenmäßige, dunklere Blau dann im Hintergrund finde ich auch richtig cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist dein Platz 3, ne? Hoffenheim. Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann das verstehen. Für mich sind diese Wasserfarben so ein bisschen irritierend.
Wollen wir zwei gleichzeitig sagen? Ich bin ja erstmal bei drei. Ach so, du bist ja bei drei, stimmt. Ich habe ja drei zuerst gesagt. Ja, siehst du da, siehst du mal. Du Egoist. Wie ich aufpasse. Ja, es ist okay, es ist okay. Ich habe meinen Platz drei, ist etwas, was dich wahrscheinlich begeistern wird. Ein Kritikpunkt von mir vorhin bei dir. Köln. Bei oh, mir stimmt, ist, die habe ich ja ganz vergessen. Bei mir ist Köln meine auf Güte. Drei. Absolut cleanes Trikot. Finde ich richtig cool. Kannst du nichts mit falsch machen. Ist so für mich persönlich. Kannst du einfach nichts mit falsch machen. Ja, Rewe bin ich auch bei dir, aber man hat sich so dran gewöhnt. Es ist einfach jetzt, bei FC ist halt Rewe da. Und dass Rewe in Rot ist, genauso sollte es ja dann auch sein. Ich finde das, wie gesagt, ich kann da eigentlich gar nichts aussetzen dran. Deswegen ist es bei mir auch so. Naja. Es ist absolut, naja, sagt. Es ist absolut retro, es ist absolut clean. Da ist nichts, was mich stört. Also, ja, für mich echt ein cooles, schlichtes Trikot auf drei. Also an Rewe werde ich mich nie gewöhnen. Das du mich an. Okay, Platz ich akzeptiere zwei. Es. Wollen wir gleichzeitig sagen? Ja gut, aber ich muss ja trotzdem einzeln einblenden, aber können wir gerne machen. Nee, dann mach du zuerst zwei. Nee, ich lass dir den Vortritt. Na gut, ich nehme VfL Bochum. Ach nein, ich nehme Bochum. Ja, letztes Jahr, ja. Siehste, hätten wir gleichzeitig sagen können. Krass. Letztes Jahr habe ich Bochum, glaube ich, auf eins gewählt. Wie gesagt, optisch, ich mag halt blau, erst recht dunkelblau, finde ich richtig, richtig schön mal wieder. Bochum-Trikots, ich weiß nicht warum, die gefallen mir optisch immer sehr, sehr gut. Was ist das eigentlich für ein Ausrüster? Gute Frage, kann ich dir gerade gar nicht sagen, was Bochum da für ein Ausrüster hat. Auf jeden Fall auch hier wieder ganz tiefes Blau, noch tiefer als bei Hoffenheim, finde ich richtig schön. Mhm. Die Streifen, hier sind ja auch diagonale Streifen, ja. Aber die stören halt überhaupt nicht, weil die so dezent sind. Es gibt vier Streifen, die sind ein bisschen offensichtlicher oder fünf. Der Rest ist ja noch dezenter, ja. Also ganz fein ausgearbeitet. Ich glaube, auch hier sind die Ärmel ein bisschen dunkler, aber das siehst du auch gar nicht so richtig. Der Kragen wieder schön ähnlich zu den Ärmeln. Hebt sich ab mit ein bisschen Weiß und Dunkelblau. Vonovia fällt nicht auf, Ausrüster fällt nicht auf, das Logo schmiegt sich perfekt ein. Finde ich optisch ein richtig schönes Trikot. Ich finde es optisch auch richtig schön und ich finde, das ist auch eigentlich ein cleanes Retro-Trikot wieder so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das an den Ärmeln so ist, wie man es jetzt sieht, aber es sieht für mich wie so ein Gummibund auch aus an den Ärmeln. Bei allen dreien fand ich das, wenn man so rangezoomt hat. Weißt du, das finde ich eigentlich immer ganz geil. Weil dann rutscht der Ärmel nicht so komplett hoch und runter die ganze Zeit, weißt du, sondern es bleibt so einigermaßen. Finde ich eigentlich immer ganz cool, sowas an den Ärmeln. Und ich bin auch voll bei dir. Ich finde die Streifen da, und da überleg mal, das ist mein Platz 2, ne? Obwohl es so viele Streifen hat, finde ich überhaupt nicht störend. Ich finde auch überhaupt nicht, dass das so diese Präsenzstreifen sind, sag ich mal, sondern eher so diese hellen Streifen, ist für mich wie so ein kleines Muster da noch so rein von der Seite. Das geht einfach fit. Den Kragen finde ich hervorragend. Also Kragen und Ärmel finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und ja, also Bochum hat da echt was gut gemacht. Ich finde auch die Farbe, finde ich auch, passt einfach auch super. Schönes Trikot am Bochum. Dass wir Bochum beide auf zwei haben, hätte ich ja nicht gedacht. Krass, ne? Ja. Und das, obwohl du ja nicht mal Fan von einem Club bist mit blauen Vereinsfarben, aber bei mir und ist es Streifen. Optisch einfach. Ja, und Streifen. Das ist schon kurios. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber jetzt müsstet ihr ja wissen, was wir beide auf Platz 1 haben, wenn ihr aufgepasst habt. Und bei mir ist 1, deswegen habe ich mich da vorhin so echauffiert. Das ist das absolute Banger-Trikot aus der Bundesliga. Oh Mönchengladbach. Ich finde das wusste so es. Ich krass es. Nice. Erstmal ist dieser es mega Kragen. Clean. Es hat mega den Retro-Vibe. In den Ärmeln ist schwarz und grün, das sieht optisch richtig gut aus. Unten nochmal diese Dreieck-Akzente. Flatex, das ist der einzige Mini-Kritikpunkt in Gelb, aber ich finde es auch nicht so krass störend. Dann das Logo, die Sterne in Grün. Also dieser Kragen, ich bin ja riesen Fan von Polo-Kragen-Trikots, auch wegen der Vergangenheit, damals die ganzen Trikots, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken. Und dann hinten, Mönchengladbach, wie das draufsteht, finde ich mega nice. Und dann auch noch der, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber dieser Polo-Kragen, der in der Mitte dann aufhört mit den Streifen. Also ich finde, das ist so ein geiles Design. Und dann unter dem Polo-Kragen vorne auch nochmal schwarz und so ein kleines Teil in grün. Das ist für mich das schönste Trikot der Bundesliga. Absoluter Banger, clean und gleichzeitig oldschool und trotzdem Akzente feiere ich übertrieben ab.
das denn? Also kannst das, du nicht glauben. Nee. Das kannst du nicht glauben. Dass du das auf 1 hast, ne? Und vor allen Dingen hinten, also das ist ja Gladbach, das ist so dünn, dieses Gladbach da hinten drauf. Das ist. Ja, weil es so lang ist. Was sollen sie denn machen? Ja, dick trotzdem. Mach irgendwas. Das ist. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich übertrieben nice. Ich habe mir auch keine anderen Trikot-Rankings angeguckt. Vielleicht bin ich der Einzige mit der Meinung. Ich finde es über nice. Ich weiß auch nicht, wer was auf 1 sonst ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Bremen weit oben ist, weil das halt mir ab und zu mal geschrieben worden ist. Aber, wie gesagt, bei mir ist wirklich das Haupt. Ja, guck mal, das Retro-Feeling, da bin ich ja voll bei dir sogar. Aber bei mir ist halt, ich mag diesen Polo-Kragen. Mag ich persönlich überhaupt nicht bei Trikots. Habe ich ja gerade eben erklärt, mit diesem Rumflattern und so, dann finde ich ganz komisch. Aber mein Platz 1, und das ist für mich sogar wirklich, würde ich sogar sagen, mit Abstand Platz 1, ist bei mir wirklich Borussia Dortmund. Ich finde dieses Stadion, dieses eingearbeitete Stadion im Trikot, finde ich einfach unfassbar geil. Also, wenn ich mir vorstelle, dass Werder das auch irgendwann mal machen würde, ne, mit so komplett grünes Trikot dann, weil die Hauptfarbe hast du ja praktisch als Vereinsfarbe, ne? Grünes Trikot und damit so einem weißen Stadion. Bei uns wäre es ja dann so das Flutlicht, was du dann einarbeiten würdest. Das fände ich unfassbar geil, wirklich. Also finde ich richtig, richtig gelungen von Dortmund. Ich finde auch, schlimm wäre, wenn das 1-1 dann in Blau wäre. Das hätte für mich alles kaputt gemacht. Aber so muss ich sagen, richtig, richtig cool. Die Sterne oben in Schwarz. Die Ärmel auch wieder mit diesem, ich sag mal, leichten so Gummiverbund schwarz, finde ich richtig, richtig cool. Und das Hauptlogo vom Trikot ist eben einfach dieses Signal Iduna Park. Das ist echt richtig, richtig geil. Also Dortmund-Trikot finde ich brutal. Also wenn ich unter dem Aspekt gehen würde und mir so vorstelle, dass das Olympiastadion bei Hertha eingearbeitet werden würde, würde ich es vielleicht auch höher ranken. Bei mir ist halt einfach, ich habe es auf den ersten Blick, ich wusste ja nicht mal, dass das Stadion ist. Ich gucke nach der Optik und mich stört halt einfach, wie bei Wolfsburg, dieses Streifenmäßige da unten. Aber ansonsten finde ich es halt optisch auch krass, obwohl es gelb ist und es eigentlich nicht meins ist. Sonst wäre es auch viel, viel höher. Ist halt persönlicher Geschmack. Also da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber für mich ist halt Gladbach das Banger-Trikot Nummer 1. Ja, das. Aber so hat jeder ja seinen Geschmack, ne? Es ist süß. Richtig. Darf seinen Geschmack haben, egal wie schlecht er ist. Genau, richtig. Hast du ja gut erkannt. Das ist doch schon mal schön. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, wir stehen kurz vor 4.000 Abonnenten, nach nicht mal einem halben Jahr mit dem Kanal. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht machen wir das mit dem Video voll, würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke geht da an jeden Einzelnen auf jeden Fall raus. Das wollte ich nur kurz sagen, bevor wir es wieder vergessen. Ja, ist auch vollkommen richtig. Wir haben jetzt gerade 3.974 Abonnenten. Also das ist auf jeden Fall wirklich, wir sind da sehr nah dran. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das voll machen würden. Und ihr könnt sehr, sehr gerne euer Ranking auch natürlich unten reinschreiben und vor allen Dingen, wäre bei euch auf Platz 1 und wäre bei euch auf Platz 17, weil Union kann man halt ja jetzt gerade nicht, deswegen, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Hat doch wieder Spaß gemacht, oder? Hat mega Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, wenn Union kommt, können wir beide mal in einem Stream oder so das mit einbauen, wo wir das dann gesehen hätten. Ja. Und genau, eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Versucht mal sachlich zu bleiben. Geschmäcker dürfen verschieden sein. Da geht's nicht um, da kann man nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das gibt's nicht beim Geschmack. Ja. Aber ich bin trotzdem schon, ich freue mich trotzdem schon auf die Kommentare. Ich glaube auch, das wird richtig gut werden. Also Freunde, dann jetzt noch einen wunderschönen Donnerstag, weil das kommt ja jetzt praktisch heute. Guck mal, wir nehmen es sogar heute auf, während wir es heute hochladen. Also, ja, das gibt es auch nicht immer. Morgen ist Nico live, ne? Zu richtig, Hertha gegen Wiesbaden. Genau. Ja, morgen Hertha Wiesbaden, Samstagabend, was war da? Schalke. Schalke gegen Kaiserslautern. Genau, da sind wir allerdings erst wirklich so 10, 15 Minuten vorher live, weil ich bin vorher im Doppelstream von Bremer 2 Testspiele. Das wird dann praktisch ausgeschaltet, das andere eingeschaltet. Deswegen wundert euch da nur nicht, dass wir da nicht so einen langen Vorlauf haben. Weil ich kann ja nicht vorher online gehen. Das haut nicht, das wird nicht klappen. Und Sonntag machen wir noch den HSV, ne? Also, ihr kriegt praktisch nicht genug von uns sozusagen. Nee, es richtig. Das ist, wie es ist, Freunde. Und danach gibt es auch kurz Spielanalysen, ne? Richtig. So, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.